So, mein Oh Mann, Reisbrot. Sanne. Ich hab Reis und Reisbrot. Jetzt geht's in die Mine runterschlafen. Nimm von der Quelle gleich was mit. Daumenmonster in der Nähe. Gold. Es wird nichts mit dem Schlafen gehen. Ja, mal schauen. Jetzt geht's. Gleich was das wird. Armer Mann muss immer was machen. Ich hab nur zwei Inventar-Slots. Er hat mir ja noch keiner gekraftet. Ich habe auch nicht viel mehr. Auch nicht mehr. Nein. Ja, weil wir kein Eisen haben. Ja, weil du nicht meine warst. Weil ich gestern versucht habe, das Minecraft-Ding zu starten und mir aufgefallen hat, dass es nicht funktioniert und ich dann keine Lust hatte, weiter zu fixen und weiter an LS rumsaß. LS müssen wir dann morgen aufnehmen. Vielleicht kriege ich ja sogar was geschissen, dann kann man mal Mod reinnehmen. Oh, ich habe coole Dinger bekommen. Teleportwand. Hatte der Teleport vor Ort? Oh. Ist auch schon die XP. Er bekommt immer die coolen Sachen. Und was ist mit mir? Krieg ich nichts. Das ist für schneller wachsen lassen. Normaler. Genau. Alter, hier denkst du wirklich, du bist im Zoo. Aber so ein Ender-Lily-Seeds haben wir nicht bekommen noch, gell? Nee. Das wäre noch interessant. Naja, aber können wir ja nicht, wenn wir nicht rumlaufen können. Das hätte ich schon gesagt, geben wir mal eine Tour erkunden, aber nee. Wie oft willst du noch darauf rumhaken? Ja, dass die ganze ich Folge. Meine Aufgabe nicht erfüllt habe. Die ganze Folge. Die ganzen Session. Ständig muss man sich an. Echt man muss, man muss dazu sagen, gell, dass gestern jemand gesagt hat, dass sich heute darum kümmern wird. Ja. Deswegen. Ich dachte ja auch persönlich, dass dieses fucking Minecraft-Problem nicht. Dann war noch die Oma da und da war dies noch und ich hasse meine Familie und. Die Oma ist schuld. Denn die sind alle schuld. Ich will nicht mehr. Ich gehe jetzt nach Russland, ich wandere aus, ich muss ausziehen. Das ist die einzige Möglichkeit zu überleben. Der knallhart auszu. Trash Cans. Was ist da eigentlich los? Stein, komm, ist da. Wir hätten hier draußen auch noch Fisch. Ich habe Angst rauszugehen. Auf der anderen Seite habe ich auch nichts zu essen. Wir haben immer noch keine Farm gebaut. Ja, so ist wieder nett. Wir haben Pumpkins, den wir aber nichts machen können. Und diese Sojabohne wurde eigentlich mehr als normale. Ich kann mir nichts eintippen, das nervt mich sowas von. Ja. Wir verstehen alle ihre Probleme. Aber die einzige Lösung dazu ist. Das Modpack zu fixen, ich weiß. Das Problem ist halt hierbei, es muss jemand machen. Halt einfach. Eisen, Redstone, Pisten. Pisten haben wir irgendwo da. Redstone? Mach mal ein Port. In den du zwei nebeneinander machst und dann den Ofen rein aus, dass was rauskommt. Dude, Brotteig. Brotteig reicht also. Geil. Oh, hier in der Kiste ist eh noch Brot drin. Oder hast du ja schon gefressen? Hier rechts. Eisenbrot. Nee, ich hol mir jetzt erstmal was zu essen hier, was Richtiges. Du meinst nicht aus den anderen Zeugs, Mann? Also unseren Hanf? Ich glaube, da kann man irgendwie so. Buchrollen.
Irgendwas so ähnliches wie String. Das andere sind ja Hampseeds. Hallo, ich hab doch. Achso, das ist ein ganz bisschen small Scheißehaufen. So, Cobblestone. Warum kann ich eigentlich aus der Kiste rausnehmen? Was ist denn da für Mist? Ja, ich weiß auch nicht. Wir bräuchten halt mal irgendein ordentliches Lager. Ja. Halt einfach bei uns katastrophal. Ja, ein bisschen System will schon rein. Das. Aber kein System. Das ist das Problem, ja. Da liegt wieder Redstone rum, da drüben liegt wieder das und. Dazu bräuchte man halt eine Insel. Ich für die ganzen Materialien. Aber da drüben fertig ist, da drüben haben wir wieder Ingots, das ist halt alles. Ja, es gehört wie gesagt ein paar Kisten und die können ein bisschen sortiert und dann. Schundkisten. Ist es das wahr? Wir haben nichts anderes vorerst. Ja, ich weiß. Und wie gesagt, ich möchte auch nicht unbedingt gleich mit Applied Artistic alles das Lager machen. Das haben wir ja schon im Vorfeld diskutiert. Das war ja der Sinn und Zweck, nur wir sind halt daran gewöhnt, deshalb sehen Acker so aus wie. Ja, deswegen muss man halt dann ein bisschen. Ja, ich wollte ja nur ganz mal unser Lagerthema ansprechen. Ja. Ich gehe ja jetzt nicht um Ei und. Nee, ich weiß, ich sag ja, deswegen müssen wir uns da mal Gedanken machen, wie wir es halt besser aufrüsten. Was haben wir denn sonst für Möglichkeiten? Wir haben Pipe-Systeme, mit denen wir irgendwie in Kisten ordnen könnten. Ja, es reicht vorerst mal, wenn wir ein bisschen System haben. Trashcan ist jetzt auch anders. Kannst auch ein Itemfelder direkt reintun. Okay, das heißt, ihr könnt eigentlich sagen, alles darüber und dann mit einem Itemfilter filtern. Wäre einfach, gell? Ja, du bräuchtest einen Itemfilter. Ja, aber der wird aber nicht viel kosten, oder? Also sagen, was rein. Filter. Du musst ja auch nur sagen, was rein. Ja, aber es sind ja 100.000 Erze. Ah, die. Müllkiste. Da ist. Oder kostet rein. Okay, der kostet nicht viel. Sag du mal lieber alles rein und mach ich einen Filter. Ist einfach. Du über Filter regeln. Weil es ist auch einfacher, irgendwas wegzutun und dazu zu tun. Wenn das so funktioniert, das System. Ich hoffe es. So, wir brauchen noch Redstone. Gott, mein Metall ist voll. Die Kiste erstmal von dem anderen Zeugs befreit. Wie kommt man rechts diese Leiste weg? Für ein Key. Mehr Leiste. Wie kann man die Kiste sortieren per Schnellkey? Weil man kommt rechts ja nicht auf die Tasten. Mausradklick habe ich. Sei wieder sonst was. Dann ist es Mausradklick. Oh, das Inventar bewegt sich auch. Ah, nicht gut. Was, wir haben kein String mehr? Echt jetzt? Hast du den String eingesteckt? Kriegen wir noch String? Ich glaube, aus dem kriegen wir noch String, oder? Ich finde es ja persönlich eigentlich nicht kompliziert, das Ganze jetzt da einfach ist. Es geht ja nicht ums Kompliziert, aber es ist anders einfach zu handhaben. Nee, nicht, weil das andere kannst du nicht einfach so ändern. Du musst es anhalten. Weil sobald du einen Filter raus tust, schmeißt du alles aus. Ja, das ist schon klar. Aha. Filter haben sich auch ein bisschen geändert. So, das. Passt. Das Geile ist, wenn du das Inventar offen hast, kannst du nicht sortieren, aber wenn du in der Kiste bist, kannst du das Inventar mit sortieren. Kannst mit Z ganz immer. Inventar. Was Z? Irgendwas war's? Nee, eher nee, was. Aber geht bei mir nicht. Krieg einen Fehler in Chat. Wenn du es offen hast. Ja. Wenn du es dein Inventar zu hast, geht's. Wo jetzt schreibt er irgendwie auch die ganze Fehler. So, jetzt mal hier mal gucken. Added, Deoded, Graphit. Dann brauchen wir. Was brauchen wir noch alles? Cobblestone? Ja, Gravel ist so eine Sache, Gravel, wenn wir brauchen.
Kannst du auch einfach so lassen. Das läuft doch eh. Don't touch a running system. Ja, zum Output eingestellt. Ja, du noch Basalt dazu, oder? Brauchen wir das für irgendwas? Nee. Basalt. Welches dann? Du kannst einfach in den Inventar nehmen und dann Punkt Inf schreiben, dann kommst du ins Inventar. Punkt INV. Punkt Inf. In meinem Inventar, du hast absolut recht. Ein bisschen kenne ich mich ja schon aus. Kennst dich ja kaum. Du holst da auch normalerweise in der Träne. Ja, es ist jetzt aber schon nur eine Mineshaft, oder? Nee, wegen, weil ich unten vorhin vor Holz platziert habe. Aber wir haben Wassereinbruch auf alle Fälle, das heißt, es gibt dann Obsidian wahrscheinlich. Und da hinten ist ein Mineshaft, das ist ein Baum, ja. Kann ich ihn runterschmeißen? Seht, da hinten ist ein Baum, da ist ein unterirdisches Mineshaft-Gebiet. Oh. Da ist Gold auch. So, jetzt hätten wir's. Wunderschönes System, oder? Nehmen wir gleich mal mit. Jetzt machen wir es gleich wieder leer. Ja, wir sind voll, wir haben endlich Essen. Was und gibt es noch Tolleres? Eine Baumfarm können wir eigentlich auch schon bauen, gell? Wäre nicht schlecht. Die Frage ist halt jetzt mit welcher Farmtechnologie. Wir haben auch draußen noch keine automatisierte Farm. Ja, von diesen Dings, den einen Mod, den wir haben, wo du eine Axt und ein Dings reinlegen musst. Was wo von dem Mod, von dem auch unser Miner ist. Also der. Weiß ich nicht, ob das die Automatisation, oder? Ja, genau, ich glaube, das war der Mod. Ich glaube. Oh, das kommt dahin. Dahin. Du nicht. Passt. Das Eisen kommt hier rein. So. Hat der noch Sticks? Brauche ich wirklich Holz? Das will man ja. Da oben da nicht drin? Also, das sind. So, das ist das. Preisbrei. Dann wirklich mal sortieren. Das wäre vielleicht mal angebracht. Haben halt wirklich, sind einfach umgezogen, wie hier irgendwas. Bräuchten dann halt mal großen Kisten, wo wir da halt wirklich kategorieweise machen. Hier ist es ja schon gut angefangen. Oben haben wir halt Erze, unten haben wir Spittel. Problem ist, diese Spittelkiste ist zu klein. Bräuchte man eine größere. Die gehört schon wieder aussortiert, da ist schon wieder so viel Kack drin, was wir brauchen. Bitte? Zum Beispiel, Cobblestone können wir ein bisschen rausnehmen. Basalt und Hardclay so, die Dust-Collection kommt ja eigentlich in die untere Kiste. So, das schmeißen wir gleich weg. Also, das ist nur ein gewisser Speicher. Haben wir nicht eigentlich auch solche Racks? Ja. Also, Barrels irgendwie. Wie heißen denn die? Drums, nee, nicht Drums. Wie heißen denn die echt? Drums, ah, nicht. Da, Drawers. Genau, Drawer. Die haben wir. Die kosten ja nichts. Nee, und die Upgrades sind, glaube ich, auch billiger geworden. Genau, und wir hätten dann auch die Möglichkeit, halt mit dem Controller alles einfach rein zu touchen. Erst mit dem Controller und zweitens, Void Upgrade hätten wir auch. Für Dings. Also muss man da jetzt irgendwas beachten, eigentlich ein Basic Tor einfach kraften. Genau, und dann das Upgrade hat. Aber mal hier auch kurz unser Experiment. Void Upgrade kostet 2 Obsidian, ist gar nicht mehr so teuer. Was da rein? 7x64. Ja, aber das sollte man halt vielleicht irgendwo ein bisschen anders bauen dann. Ja, das ist ja jetzt nur. Wir haben ja keine wirklichen Upgrades. Du hast ja nur das, doch, Disk Drive. Das mit den Pfeilen da oben dort, das Obsidian Eisen Storage Upgrade. Ja. Über den. Vor den Keys da.